Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und herzlich willkommen in diesem Blätterwald. Und der Blätterwald, der gehört zu den Paprika und Chili. Ich fange am besten hinten mal an. Die Pflänzchen hier, das sind die Chili Coral aus den eigenen Samen. Die haben die beste Keimrate gehabt, da ist wirklich fast jeder Same aufgegangen und sind auch am frühesten gekeimt und haben das stärkste Wachstum am Anfang gehabt. Jetzt stagnieren sie ein bisschen, genauso wie die Chili Lemon Drop. Da hole ich mal eine hoch, kleine Pflänzchen, macht aber nichts aus, das liegt einfach daran, dass es Chili sind. Das beste Wachstum bisher haben hier die Gemüsepaprika, Sweet Banana, die sind am größten, hole ich auch mal eine raus. Damit kann ich eigentlich sehr zufrieden sein. Für Mitte April passt es, die werden gut und auch den Eisheiligen werden sie ausgepflanzt. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Versuch gemacht. Drei Stück in einen Topf. Weiß nicht, ob das was wird. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja ein klein wenig was bei raus. Ich weiß auch nicht, welche Sorten das sind. Ob es jetzt die Sweet Chocolate sind, gemischt mit irgendwelchen anderen. Wir werden sehen. Und jetzt noch was sehr Erfreuliches. Oder ich weiß nicht, ob es erfreulich ist. Die Tomatillo-Pflanzen. Die stehen hier im Wintergarten und es ist ein sehr heller Ort. Und jetzt fangen die einfach an zu blühen. Hier, überall. Und vor allem auch jede Pflanze der vier, die in einem Topf sind, blüht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann. Das sind ja eigentlich mit der Physalis verwandt. Und immer wenn ich Physalis hier vorgezogen habe im Wintergarten, ist mir das noch nie passiert, dass die angefangen haben zu blühen. Ich meine, wir haben Mitte April und das ist ein Gewächs, das wird in Mexiko angebaut. Und also so warm ist es ja hier im Wintergarten auch noch nicht, dass die anfangen zu blühen. Jedenfalls freut es mich jetzt mal in erster Linie, weil irgendwie zeigt so, dass die Pflanzen gut wachsen oder sich wohlfühlen. Aber ich weiß nicht so recht, wie ich das einordnen soll. Müsste ja eigentlich zu früh sein. Oder fangen die schon so früh an zu blühen? Falls irgendjemand weiß und sich hier mit diesen Pflänzchen auskennt, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch hier jemand eine Vermutung. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was daraus noch wird. So viel zum kleinen Update von den Paprika, Chili und den Tomatillo. Und das nächste Video, wenn einer von handelt, wie ich sie ins Hochbeet auspflanze und ins Freiland, muss ich noch schauen, das überlege ich mir noch, wo sie hinkommen.